Im vergangenen Monat wird Abu Hamdo in die Leiste geschossen, während einer Demonstration gegen die syrische Regierung. Auf Schleichwegen wird er von Helfern in den Libanon gebracht. Hamdo ist einer von zahlreichen verwundeten syrischen Flüchtlingen, die Opfer der blutigen Niederschlagung der Proteste geworden sind. Ich musste in den Libanon kommen für eine Behandlung, weil die Kliniken in Syrien in der Hand der Militärs sind. Die Armee hat die Geräte zerstört und die Ärzte getötet, die Verletzte behandelt haben. Alle Verletzte halten sie für Kämpfer. Abu Hamdo hinkt wegen seiner Schusswunde an der Leiste. Abu Fida wurde bereits im März bei einer Demonstration verhaftet und dann gefoltert, sagt er. Ich habe 6 Verletzungen, eine davon am Kopf. Da hat ein Polizist verlangt, dass ich sage, dass Assad mein Gott ist. Dann würde er mich gehen lassen, aber ich habe ihn und den syrischen Staatschef beleidigt. Darum hat er mir mit einem Messer auf den Kopf geschlagen. Die Sicherheitskräfte glauben, er ist tot. Doch Fida kommt wieder auf die Beine. Bei einer Demonstration in Homs wird sein Bein von Kugeln durchsiebt. Er wird in den Libanon gebracht, damit er behandelt werden kann. Die meisten Krankenhäuser in Syrien sind unter der Kontrolle der syrischen Sicherheitskräfte. Auch das Militärkrankenhaus und das Feldlazarett. Wenn man da hingeht und auch nur eine kleine Wunde am Finger hat, verlässt man das Gebäude nicht mehr lebend. Und so fliehen viele Menschen in den Norden des Libanon. Dort leben überwiegend Sunniten, die Proteste gegen den syrischen Staatschef unterstützen. Abu Hamdo und Abu Fida haben nur ein Ziel, sich zu erholen und nach Syrien zurückkehren, um den Kampf gegen das verhasste Regime fortzusetzen.